So, dann wollen wir jetzt mal sehen, ob das mit den Kent nicht hinkriegen. Also ich muss jetzt einfach gucken, dass ich nur schnell genug mal auf ihn schieße. Nein! Wie hat er das geschafft, dass das... Okay. Letzter Versuch jetzt aber wirklich. Vielleicht meinen Crit-Balken hoch genug, dann könnte ich es darüber mal versuchen. Ne, ich will ja gerade nicht ihn treffen. 67. Ne, ich muss dann. Ich müsste mindestens dreimal treffen. Okay, kann ich vergessen. Er schießt mindestens einmal sofort auf den dann. Ja. Gut. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Kurz sagen, so alles klar, er schießt mich als erstes. Und dann mal versuchen, darüber noch irgendwas hinzubiegen, aber... Das wirst du nicht überleben. Ups. Ach, ich darf nicht mal in Deckung gehen? Meine Güte. Ich will wenigstens eine Chance haben. Also ich gucke jetzt mal hier, was ich... Ich habe ja noch ein paar Punkte frei. Hierüber. Ich könnte, habe nämlich ja noch einige Punkte, die ich so vergeben kann. Habe ich jetzt einfach mal zwei da reingepackt. Und nicht automatischen Gewehren, automatische Gewehre. Ich bin ja eigentlich so ein Freund von nicht automatischen Gewehren. Ich weiß nur nicht, ob da Lasergewehre eigentlich auch zugehören, aber müssten ja grundsätzlich. Ein bisschen mehr Schaden. So, haben wir noch was? Lassen wir das gerade mal. Soweit. Okay. Gut. Warte mal, habe ich jetzt... für solche Situationen wäre zum Beispiel irgendwie was nicht schlecht, was Charisma hat, ne? Da habe ich jetzt natürlich nichts dabei, dass ich irgendwie Charisma Keine habe. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Und Dirk Shroud, wenn du nur einen Schritt näher... Was willst du? Aber du? Ich bin... Hört nicht auf. Dann pass mal. Und dann wird... Aha. Und dann keiner. Und dann. Okay, mich zuerst. Dann versuchen wir es einmal. Weißt du, was Kent wirklich fertig machen würde? Wenn sein Freund, sein Held, sterben würde. Direkt vor seinen Augen. Netter Versuch. Sag auf Wiedersehen, Kent. Oh Mann, das ärgert mich, ey. Ja, also sowas geht mir gerade echt auf den Sack, dass ich den Kollegen jetzt nicht retten kann. Den hätte ich wirklich gerne gerettet. Der war einfach so schön naiv. Ah.
Aber wenigstens hat er heute mal, oder war im jetzigen Versuch, nicht seinen Hut verloren. Der Bastard. So, ziehe ich mich mal erstmal wieder normal kurz an. Kann ich auch wieder mehr tragen. Ach man, das ärgert mich jetzt echt. Hätte ich echt gerne gerettet. Egal, na gut, ne? Man kann ja leider nicht immer jeden retten. Aber ich denke mal, ihr kennt das, ne? Das wurmt dann einen richtig. Also, da denkt man dann auch so, soll ich jetzt noch das und das machen? Wobei, warte mal, scheiße, jetzt kann ich nochmal laden, weil ich will diese ganzen Charisma-Punkte eigentlich gerade gar nicht haben. Ich will das im Zweifelsfall noch was anderes reinpacken. Oh Mann, sorry, das müsst ihr euch jetzt nochmal kurz angucken. Wenn ihr nicht wollt, dann überspringt's einfach kurz. Bewegung, Arschlöcher. Was willst du, Sinjin? Dazu komm, ein... Aber du? Ich bin problemlos durch. Hört nicht, dann... So, versuchen wir mal das andere. Kein. Was passiert, ist Folgendes. Jeder, der mit einer Waffe auf mich zielt, stirbt. Bis auf den letzten. Himmel, Sinjin kann uns nichts tun, wenn er tot ist. Feigling! Feiglinge! Nein! Was? Jetzt hat's geklappt und... Jetzt ist er trotzdem tot. Scheiße! Hässlicher. Mann! Na gut, er ist tot und dann gehen wir jetzt einfach zurück und machen wir hier einen kurzen Break.